Ja, der Grundkurs ist die Eintrittskarte für deine fliegerische Karriere. Flüge am Übungshang, so um die 30 Meter, sind auch schon ziemlich aufregend, wenn man das erste Mal den Boden unter den Füßen verliert und das erste Mal dahin gleitet. Es ist ein Riesengaudi. Und es geht dann immer höher, um dann auch eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Für die Höhenschulung fahren wir dann nach Kärnten, nach Greifenburg. Greifenburg liegt in einer sehr begünstigten Lage südlich des Alpenhauptkamms. Bei der Höhenschulung ist immer ein Fluglehrer am Startplatz. Der begleitet dich bei deiner Startvorbereitung und dann auch, wie du abhebst, dass du sicher in die Luft kommst. Wenn er in der Luft ist, dann übernimmt ihn der Fluglehrer unten, dann am Landeplatz. So, willkommen in der Luft und genieß einfach deinen Erstflug und wir sehen uns dann am Landeplatz. Es geht dann hoch auf 780 Meter und auf 1200 Meter. Von Flug zu Flug kriegt der Schüler selber Vertrauen ins Material, in seine Fähigkeiten. Und dann irgendwann nach 2 Wochen Höhenschulung hat man dann mal das große Ganze verstanden. Die Höhenschulung ist quasi eine Art Aktivurlaub. Also wir gehen zusammen nach dem Schulen mit den Leuten zum Essen. Es bilden sich Gruppen, man grillt zusammen. Also es ist wirklich eine Art Urlaubswoche. Also die A-Lizenz ist natürlich erst der Anfang. Da steht einem die Welt offen. Wo gehe ich hin zum Fliegen? Was mache ich? Und dafür ist so eine Fliegerreise Hammer. Wenn ich mit dem Gleitschirm in thermische Luft einsteige und lasse mich mit der Kraft der Sonne emportragen. Das ist die hohe Schule natürlich des Fliegens. Und da braucht es eben Fortbildung. Die ganzen Fortbildungsreisen, wo wir da anbieten, die sind natürlich tolle Reisedestinationen auf der ganzen Welt. Und es sind immer 2 Fluglehrer dabei, die das Ganze betreuen.